Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich bin Dennis oder Classify P und wir sind wieder hier am Winterpalast und versuchen immer noch, diesem Plan auf den Grund zu gehen, so wie es da oben steht. Ich will jetzt allerdings erstmal gucken, ob man vielleicht sich mit den Leuten unterhalten kann. Ist soweit alles in Ordnung? Ah, das klappt also. Wie wurdet ihr willkommen? Ich begreife nicht ganz, wie ihr es geschafft habt, Vicomte zu werden. Wenn der Herrscher eines der Stadtstaaten der Freien Marschen stirbt, ohne einen Erben zu hinterlassen, wählen die Adligen einen neuen Anführer. Aha. Nur will eigentlich keiner der Adligen Kirkwars den Thron. Um ehrlich zu sein, halten ihn die meisten von ihnen für verflucht. Sie können ihn allerdings auch nicht verwaist lassen, da sonst vermutlich einer der anderen Staaten wie Starkhaven oder Ansburg einmarschieren würde. Jedenfalls hatte ich mich gerade über das vakante Amt beklagt, weil es den Wiederaufbau erschwerte. Und das haben sie wohl als Bewerbung aufgefasst. Wo sind eure Bewunderer heute? Ich bin überrascht, dass euch niemand vom Rat der Herolde um ein Autogramm bittet. Oh, die habt ihr gerade verpasst. Herzog Cyril bittet mich ständig, ihm etwas über mein nächstes Buch zu verraten. Aha. Was ist Brans Aufgabe eigentlich als Truchsess? Bran war also der einstige Vicomte und gibt sich jetzt damit zufrieden, eure Anweisungen zu befolgen? Kommissarischer Vicomte. Jedes Mal. So, in etwa, ja. Da das Amt des Vicomte jetzt endlich dauerhaft besetzt ist, kann ich wieder auf meinen Posten als Truchsess zurückkehren. Er will damit sagen, meine wahre Berufung ist es, den Leuten voller Überheblichkeit mitzuteilen, dass der Vicomte für sie nicht zu sprechen ist. Und er ist ziemlich gut darin. Okay, wir reden später weiter. Lasst uns diese Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Okay, also Tatsache, wir können wieder mit den Leuten reden. Zumindest mit Varric. Ah, schöne Musik. Leider gehen wir wieder viel zu weit weg. Warum ist Blackwall Kann eigentlich ich so abgelegen? Was denkt ihr über den Rat? Was denkt ihr, wird auf dem erhabenen Rat geschehen? Beim Erbauer, warum fragt ihr mich das? Mir schwirrt schon der Kopf, wenn ich nur an Politik denke. Ich weiß nur eines. Die Inquisition sollte sich nicht fügen müssen, nur weil sich irgendwelche zimperlichen Adeligen ins Hemd machen. Was war denn gerade mit seiner Animation los? Wie sieht's denn so bei den Wächtern aus? Wie ist euer Leben als Wächter? Es ist eine unruhige Zeit, voller hitziger Debatten darüber, wie die Zukunft des Ordens aussehen soll. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir vollständig auseinanderbrechen. Das wäre sehr schlecht, wir brauchen die grauen Wächter. Aber endlich sehen wir uns alle wieder. Es ist schön, dass endlich mal wieder alle an einem Ort zusammengekommen sind. Ich muss zugeben, ich habe es vermisst. Schade ist nur, dass es eine gewaltige diplomatische Konferenz oder das Ende der Welt braucht, damit wir wieder zusammenkommen. Aber so konnte ich endlich mal wieder mit Sarah einen trinken. Das Mädchen hat mir gefehlt. Es ist allerdings noch immer ein wenig unangenehm, sich mit Cassandra zu unterhalten. Verständlich. Dafür scheint mir aber unser Kommandant endlich verziehen zu haben. Okay. Dann vielleicht bis später. Gebt auf euch Acht. Immer. Hat vielleicht jeder einen Song? Der Göttlichen, stets der Wahrheit auf der Spur. Variks Worte sind pures Gold, Schwerter und Schilde sein größter Erfolg. Sein Herz ist weich, seine Schale ist hart, ein Schurke und Zwerg der besonderen Art. Sie singt über alle in einem Lied, sehr toll. Ihr Name ist nun anders, Victoria. Der alte Name entschwindet Stück für Stück. Sie ist froh, dass ihr hier seid. Okay. Wenn ihr geht und wieder zurückkehrt, gibt euch die Truhe ein weiteres. Auf diese Weise wissen wir zu viel. Hm? Sie ermordete das Mädchen, um sich selbst zu retten. Sie denkt daran, wie ihre Augen schwarz wurden. Eine Waffe ist ein Befehl, kein Geschenk. Okay, so langsam wird's interessant. Ich weiß nicht so recht, wen er da meint. Sie schufen Körper aus der Erde und die Erde hatte Angst. Sie wehrte sich, doch sie ließen sie vergessen. Er hatte schon immer eine Seele,
Die Frage ist die Antwort. Die Geister flohen, flogen, flüchteten bis ins fernste Nichts. Sie fürchten, der Schleier könnte erneut reißen. Befreite Gesichter, glücklich gelöst, grimmig kämpfend. Er will nicht Befehle geben, sondern Weisheit. Wenn dies hier getan ist, werde ich zurückleiten. Ein Geist. Jemand leidet. Er braucht mich, um sich zu erinnern, wer er ist. Er starb in der Dunkelheit, damit eine blaue Rose erblühen konnte. Worum geht es hier? Er unterbrach die Träume, um zu verhindern, dass die alten Träume erwachen. Der Wolf beißt sich sein Bein ab, um aus der Falle zu entkommen. Geht es hier um Solas? Renier, Renier, Renier. Und jetzt? Es schmerzt noch immer, aber dank euch wird es besser. Er kann nun heilen. Ja, er redet auch über alle. Seine Freundin musste sterben, weil er dachte, sie seien Leute. Ein langsamer Pfeil bohrt sich in den Kiefer des traurigen Wolfs. Er wollte keinen Körper, doch sie bat ihn zu sich. Er hinterließ eine Narbe, als er es sich aus dem Gesicht brannte. Was zur Hölle? Cool. Manchmal stiehlt die Kuh euer Gold. Okay. Hallo. Die Kuh? Eure Unser Hand Gold. Schmerzt. Oh. Ein Herzschlag, nicht der eure, hämmert den Takt der letzten Strophe eines Liedes. Es tut mir leid. Die Wächtergeister blieben, nicht gebunden, sondern geduldig, weil er darum bat. Er weiß, wie man spricht, damit die Geister zuhören. Hallo. Es war derselbe Junge. Es geht immer weiter. Seine Mutter war auf dem Schiff, sein Vater in ihrer Heimat. Er wuchs einsam auf oder überhaupt nicht. Hallo. 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 Noch einmal. Hallo. Okay. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass uns Cole so viel sagt. Sarahs Kram, nochmal. Ich glaube, das sind aber wieder neue Sachen. Elfluvien und Ruinen? Beschissene Ruinen. Kunari und Elfenkram? Das ist doch bescheuert. Die Elfengötter sind nicht mal Dämonen. Ist das gut oder schlecht? Irgendwer muss mit den Bediensteten reden. Sie sind komisch. Eine unvollendete Zeichnung des letzten Wandbildes auf den Ruinen? Ich kann den Schmerz loslassen. Nach vielen leeren Seiten folgt eine, die mit einem Eselsohr gekennzeichnet ist. Wen wundert's, wohin wir wandern? Vinci. Worte. Der Entwurf einer Zeichnung, die eine lächelnde Dagna zeigt. Sie ist bei Weitem noch nicht fertig. Hey, Sarah. Hallo und psst. Ich versuche herauszufinden, warum sich alle so seltsam verhalten. Abgesehen von den offensichtlichen Gründen. Kunari-Mördern und so. Ihr seht das doch auch, oder? Irgendwas stimmt mit den elfischen Bediensteten nicht. Mhm. Was ja auch Sinn ergibt, nach dieser Ruine und so. Ich sehe jetzt noch ein schiefes Bild, super. Wie seht ihr die Inquisition mal wieder? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es euch? Naja, es ist komisch, alle wiederzutreffen und zu sehen, wie sie grau werden. Ich war noch nie zuvor irgendwo lange genug, um etwas lieb zu gewinnen. Cassandra ist sie selbst geblieben. Bisher, hoffe ich zumindest. Sie braucht jemanden, der auf sie aufpasst, also übernehme ich das. Bei Sehr all gut. dem Blut und Donner ging es nur darum, dass wir unser Leben genießen können. Mehr kommt nicht. Keine schlechte Lektion, falls es eine geben musste. Sie spricht auch ein bisschen so merkwürdig und verschlüsselt. Aber halt ganz anders als Cole. Misstraut ihr den Elfen immer noch? Wenn ihr anfangt, über Elfen zu reden, ist es schwer zu sagen, ob ihr damit sie meint oder euch. Ja, ja, ihr seid ja so klug, Arschloch. Oh. Die Sache ist die. Die Bediensteten haben keine Klagen. Sie bitten keine Jenny um Hilfe. Sie dienen diesen Kerlen, wollen sie aber für nichts bestrafen? Also sind die Adligen nett und die Bediensteten zufrieden? Das sind zwei Dinge, die noch nie wahr waren. Hm. Merkt euch meine Worte. Wir kämpfen zwar gegen Kunari, aber hier ist noch irgendwas anderes faul. Okay, interessant. Was denkt ihr über die Schöpfer? Ich schätze, ihr habt über diese elfische Ruine einiges zu sagen. Und über die Schöpfer. Sie sind nicht mal Dämonen. Nur blöde Magier, Aristus. Und ja, die Ärsche, die sie benutzt haben, damit ich mich falsch fühle, können mich immer noch. Aber es ist zu anstrengend, ständig auf diesen Kampf zu warten. Das quält einen nur. Vielleicht sind wir ja alt geworden, aber ich bin es leid. Außerdem gibt es ja neue Kämpfe, auf die wir uns freuen können.
Die scheinen uns nämlich nie auszugehen. Ja, aber wirklich nicht. Auf bald. Wir unterhalten uns später. Das hoffe ich doch sehr. Jetzt ist sie wieder viel freundlicher. Blup. Der eiserne Bulle. Du und die Barden also, Du weißt aber schon, dass die meisten Barden Spione sind, oder? Du warst doch selbst ein Spion, Häuptling. Ah, hör zu. Ich will einfach nicht, dass du dich verbrennst. Sag es nicht. Dann wärst du nämlich... Crème Brûlée! Oh! Der war gar nicht so schlecht. Wie geht es denn, Meriden, Crème? Ist es wahr, dass ihr euch mit Meriden trefft, Crème? Ja, euer Gnaden. Ich meine, es ist noch ganz frisch, also... Ach, komm schon. Leg dich ins Zeug. Zeig ihr, was du drauf hast. Hör zu, Häuptling. Halt dich da raus. Es gibt da so eine Sache, von der du als Kunari vermutlich eh noch nie was gehört hast. Hey, ich beherrsche das Furcht. Wie unglaublich interessant, doch, doch. Das ist gut zu wissen, Bulle. Ich rede nicht vom Vorspiel. Ich rede davon, jemandem den Hof zu machen. Ach, das ist doch reine Zeitverschwendung. Da haben wir's. Aber ihr zwei kommt doch klar, oder? Soll ich mich mit ihr vielleicht mal über ein paar Dinge unterhalten? Bitte nicht. Nein. Nein, danke. Wir kommen klar. Wie geht's denn den Sturmbullen so? Die Sturmbullen sind ja jetzt schon eine ganze Weile bei der Inquisition. Sind noch immer alle zufrieden? Es gibt keinerlei Klagen, euer Gnaden. Die Inquisition behandelt uns gut. Wir würden uns ja auflösen und der Inquisition offiziell beitreten. Aber der Häuptling setzt immer seinen traurigen Hundeblick auf, wenn wir es ansprechen. Deine Loyalität ist echt rührend, Crème. Ja, na gut. Wir unterhalten uns später. Klar, jederzeit, Boss. Da ging es ja jetzt mehr um Crème als um den eisernen Bullen, aber gut. Können wir denn mit ihr reden? Nee, jetzt nicht mehr. Sie ist vollkommen fokussiert auf der Musik. Da, das war die Zeichnung, ich erinnere mich. Winterpalast. An einem Brunnen. Vor Toren? Ja gut, das sollten wir aber so oder so finden. Nur durch in die beiden. Ah, hier komme ich nicht durch. Oh. Oh. Ist noch ein Buch. Warum? Warum kann ich das nicht nehmen? Hier noch irgendwas? Jetzt ist interessant. Anscheinend gibt es hier noch mal ein kleines Rätsel. Ich kann hier auch immer noch hinaufklettern, aber... Denkt ihr, das ändert etwas? Das dauert sehr lange. Ich denke nicht, dass sie es wussten. Das klingt auch so ein bisschen auseinander. Also, denkt ihr, das ändert etwas? Ich denke nicht, dass sie es wussten. Schön, euch zu sehen, euer Gnaden. Hallöchen. Ist hier noch was Neues? Informationskontrolle? Ja, Tatsache. Wir haben die Nachrichten über den toten Kunari, der auf dem Westplatz gefunden wurde, unter Kontrolle. Zwar hatten einige Bedienstete die Blutflecke gesehen, aber wir konnten die Fehlinformation verbreiten. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen zwei orlesianischen Adligen gegeben. Soweit es die Palastgerüchte betrifft, war, wer auch immer verletzt oder getötet wurde, kein Außenstehender, sondern Opfer des Spiels. Was für uns natürlich jetzt ganz praktisch ist. So. Wer ist denn hier? Ach, Cassandra hat sich zurückgezogen. Sehr schlau. Wie konnte ausgerechnet Varric Vicomte von Kirkwall werden? Das wird mir für alle Zeiten ein Rätsel bleiben. Wie ist es euch denn so ergangen? Ihr habt einiges zu tun, nicht wahr? So schlimm. Die Göttliche zu sein ist, als müsste man eine Horde Katzen für ein dringend benötigtes Bad in einen See treiben. Dennoch wäre ich mit meinen Fortschritten zufrieden, wenn nicht alle ständig an mir herumkritisieren würden. Und dann diese Haube. Ja, die steht ihr nicht so. Ich denke, ich muss nicht extra betonen, wie dankbar ich für diese Ablenkung bin. Wie sieht es denn mit den Suchern aus? Ich habe gehört, ihr baut die Sucher wieder auf. Ja, langsam, aber beständig. Meine alten Ordensbrüder sind in alle Winde zerstreut, aber ich konnte einige von ihnen ausfindig machen. Nicht alle waren geeignet, weshalb ich auf sie verzichten musste. Andere jedoch dachten wie ich, nachdem sie das Buch des Lordsuchers gelesen hatten. Wir haben seitdem einige Rekruten aufgenommen, die sich derzeit ihrer Ausbildung unterziehen, wobei wir nichts vor ihnen geheim halten. Wie es anschließend weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Das überlege ich mir dann spontan. Sehr gut.
Ihr schafft das sicherlich. Ich bin mir sicher, ihr werdet es irgendwie schaffen, Cassandra.